Hey Cosmo, wir wollen in Dresden ein bisschen spazieren gehen. Wartet ihr hier so lange? Ich kann was mitbringen. Ich will einen Vogel. Du weißt doch, ich kann dir keinen Vogel zu essen bringen. Ich will ihn nicht essen, Mutter. Ich will ihn als Freund. Wir würden zusammen spielen. Was würdet ihr denn spielen? Ganz einfach. Wer nach einer halben Stunde die meisten Federn hat, hat gewonnen. Aber Cosmos, du hast keine Federn. Noch nicht. Dafür ist das Spiel ja da. Mamka, du bringen besser keinen Vogel mit. Aber wenn du eine schwarze Krähe triffst, das ist Thomas. Er schuldet mir noch Geld. Thomas ist ein Vogel, ja? Mutter, ich komme mit dir mit. Ich werde dir helfen, Apollos Geld einzutreiben. Na los, mach Platz da. Cosmos, du besser nicht hingehen. In der Stadt sind viele Menschen. Danke für die Info. Ich bleib hier. Aber Mutter, bitte blamier dich nicht schon wieder, okay? Oh Mann, zum Glück bin ich nicht mitgekommen. Als ich zu meinen Ersatzelterntieren sagte, sie sollen mich nicht blamieren, haben sie genau das getan. Hier ist Mutter, als sie sich gefühlt hat wie Cinderella. Nur sah sie aus, als hätte die gute Fee gezaubert und das Ganze noch schlimmer gemacht. Und Papi wollte nicht auf mich hören und hat keinen Regenschirm mitgenommen. Deshalb musste er durch die ganze Stadt wie ein Geist rumlaufen. Und dann hat Mutter tatsächlich Thomas getroffen und hat versucht, mit ihm auf seiner Sprache zu sprechen. Krach. Krach. Was ist denn das für eine komische Frau? Was sind denn sie? Apollo sagt, du bist Thomas und du schuldest ihm Geld. Ich kenn keinen Thomas. Und Apollo? Nö, den kenn ich auch nicht. Wie die gute Frau. Gehen Sie einfach weiter. Ich bin anständiger Mitbürger. Hören Sie auf, mich zu verfolgen. Ich bin nichts zu kaufen. Aber kein Geld. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Mathilda packt die Kinder heim. Wir müssen von hier wegklettern. Das ist ja unerhört. Du bist mir ein schöner Dicknischer. Und die ganze Zeit, als wir weg waren, hatten Aliens unser Haus besetzt. Cosmo, das ist dein neues Katzenklo. Sag mal, Mutter, bist du vorhin auf der Treppe ein paar Mal ausgerutscht und mit dem Kopf gebremst? Ich kann doch nicht in das Raumschiff fremder Leute reinkacken.